Die unbesiegbare Riesenmotte. Also das ist doch Weevil Underwood, oder wie auch immer der Typ heißt. Hä? Achso, ich muss wieder zurückdrehen. Und jetzt geht's. Nach seinem Sieg gegen Seto Kaiba war Yugi überrascht, als er ein Paket von Maximilian Pig... Sagt man Pig... Pegasus? 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 Spricht man denn Deutsch oder Englisch aus? Ich weiß gerade nicht. Ich nenne jetzt einfach mal Pegasus. Pegasus. Von Maximilian Pegasus erhielt. Dem Schöpfer von Duel Monsters. In dem Paket war eine Videokassette. Als Yugi sie in den Videorekorder einlegte, erschien das Gesicht von Pegasus auf dem Bildschirm. Eine Videokassette, kennt ihr das noch? VHS, ja? Kennen die Kinder heutzutage gar nicht mehr. Ich grüße dich, kleiner Yugi. Ich bin Maximilian Pegasus. Ich habe einige sehr interessante Dinge über dich gehört. Dein eindrucksvoller Sieg über Seto Kaiba hat mich so fasziniert. Ich muss ein bisschen Wasser trinken. Dein eindrucksvoller Sieg über Seto Kaiba hat mich so fasziniert, dass ich beschlossen habe, mich selbst von deinen Fähigkeiten zu überzeugen. Wir werden hier und jetzt ein Spezialduell abhalten. Per Videokassette? Per Aufnahme? Weiß er schon, was für Karten wir einsetzen werden? Auf einmal brachte seltsame und arkane Magie die Zeit zum Stillstand, sodass sich niemand mehr bewegen konnte. Außer Yugi. Er benutzt das Millenniumsauge! Ich wusste es! Das Reich der Schatten. Diese dunkle Dimension, in der wir uns befinden, ist als Reich der Schatten bekannt. Ein mysteriöser Ort, an dem unglaubliche Monster beschworen werden können und das Unmögliche durchaus möglich ist. Oder wird. Sag mir, Yugi, glaubst du, dass diesen Karten eine Magie innewohnt? Weißt du das denn nicht? Du hast dieses Spiel erfunden. Nun, das ist nicht ganz richtig. Vor langer, langer Zeit nannten die Ägypter es das Schattenspiel. Mächtige Pharaonen trugen mystische Duelle in anderen Dimensionen aus, genau wie wir es jetzt tun. Doch statt mit Karten kämpften sie mit echten Monstern und echter Magie. Diese magischen Kräfte waren derart mächtig, dass die Ägypter die Kontrolle über sie verloren und beinahe die ganze Welt zerstörten. Das ist eine gute Geschichte, aber... Diese Monster können nicht echt sein. Diese Monster sind sehr wohl echt und auch sehr gefährlich. Yugi-Lein, du gefällst mir. Dein finsterer Blick und dein höhnisches Lächeln so trotzig und doch hilflos. Und du weißt gar nicht, welche Macht deinem Millenniums-Puzzle innewohnt. Yugi blickte auf das Millenniums-Puzzle hinab, das er um seinen Hals trug. Meinem Puzzle? Macht? Vor 5000 Jahren schloss ein mächtiger Pharao die Magie der Schattenspiele in 7 mystische Millenniumsgegenstände ein. 7 Gegenstände? Du meinst, mein Puzzle ist einer davon? Ja, und es birgt mystische Energien in sich. Magie, die dein Leben für immer verändern könnte, wenn du nur wüsstest, wie man sie entfesselt. Während des Duells der beiden schien es, als könnte Pegasus jeden Zug von Yugi vorausahnen. Trotz dieses Nachteils warf Yugi all sein Können in die Waagschale und hätte fast gewonnen. Aber er scheiterte an der Zeitbeschränkung. Wir haben verloren, ohne gekämpft zu haben? Schweinerei. Ich habe heute gesehen, wozu du in der Lage bist, Yugi Muto. Bei unserem nächsten Duell wird der Einsatz wesentlich höher sein. Ich bin mit deinen Spielen fertig! Du unterstellst, dass ich dir eine Wahl gebe, aber das tue ich nicht.
Denn auch ich besitze einen der sieben Millenniumsgegenstände. Das allmächtige Millenniumsauge. Ein Millenniumsauge? Ganz genau, Yugi-Lein. Ich werde dir zeigen, wie viel Magie wirklich in ihm steckt. Nach meiner Erfahrung lässt sich jeder am Ende auf mein Spiel ein. Wenn nur der Anreiz stimmt. Die Macht des Millenniumsauges schlug zu und stahl Großvaters Seele. Yugi konnte einfach nur dastehen und entsetzt zusehen. Alle gehen sie immer auf den Großvater. Lass den alten Mann doch mal in Ruhe. Yugi! Großvater, Großvater! Wir werden uns wieder duellieren, Yugi. Wie sonst willst du die Seele deines Großvaters zurückholen? Yugi hatte keine andere Wahl, als an Pegasus Turnier im Königreich der Duellanten teilzunehmen, um die Seele deines Großvaters zurückzuholen. Im Königreich der Duellanten bekam jeder Duellant zwei Sternenmarken, die er einsetzen konnte, um gegen andere Duellanten auf der Insel anzutreten. Wer es auf 10 Sternenmarken brachte, durfte an den Finals, durfte am Finale des Turniers teilnehmen, in denen es um den Hauptpreis von 3 Millionen Dollar gehen würde und um die Chance, sich mit Pegasus selbst zu duellieren. Großvater retten? 3 Millionen Dollar. Großvater retten? 3 Millionen Dollar. Scheiß auf den Großvater, ich mach's für das Siegesgeld. Haha, los geht's. Bei seinem ersten Duell musste Yugi gegen den hinterhältigen Weevil Underwood antreten, mit dem er eine Rechnung zu begleichen hatte. Während der Überfahrt zum Königreich der Duellanten hatte Weevil Yugis kostbare Exodia-Karten genommen und in den Ozean geworfen. Ah, unsere Exodia-Karten, die waren so scheiße mächtig. Du musst dir mal vorstellen, ne? Also Karten, die in der Welt halt unglaublich auch teuer sind, weil ich glaube, niemand anderes hat die Exodia-Karten, oder? Es gibt auch nur 4 weiße Drachen. Also in einer Welt, wo die Karten super selten sind und dann die super seltenen halt auch super mächtig und super teuer, wenn da so ein kleines 1,50 Meter großes Arschloch meine Karten über Bord schmeißen würde, würde ich den direkt hinterher schmeißen. Aber gut. Genug von der echten Gewalt, gehen wir zurück zur virtuellen Gewalt. Als Yugi Weevil dann auf der Insel entdeckte, verfolgte er ihn bis in den Wald. Er wollte sich rächen, er wollte den Kleinen aufschlitzen. Herzlich willkommen, sagte die Spinne zur Fliege. Du bist direkt in meine Falle geflogen. Nein, nein. Ich, dich. Du wirst jetzt dafür gerade stehen müssen, dass du meine Exodia-Karten zerstört hast, Weevil. Kannst du nicht die Vergangenheit ruhen lassen? Nein. Weevil, es ist Zeit herauszufinden, ob du im Duell genauso gut bist wie im Wegrennen. Es heißt nur, dass Yugi der erste Spieler ist, der Exodia beschwören konnte. Ach so. Also die anderen, selbst wenn sie die Karten haben, können sie den nicht beschwören, oder was? Cheating! Das ist Cheating! bin ich denn einfach weggerannt und habe ich dich geschickt in... Was? Bin ich denn einfach weggerannt oder habe ich dich vielleicht geschickt in mein Netz gelockt? Es ist Zeit für ein Duell. Wir nehmen das Geschichte-Deck. So, Insel des Feuerkönigs, was? Das sieht uns nicht. Komischerweise gewinnen wir das ja immer. Ich klicke immer auf Stein. Und gewinn das dann auch immer. Komisch. Bevor wir jetzt in den Kampf reinsteigen und ich den Xeler gerade noch hier an der Leine hab. An der Leine. das klingt völlig falsch. Nee, während ich den Xeler gerade hier noch im Chat habe. Was machen wir denn dann? Nach dem Abendbrot. Soll man dann die Bosse machen? Oder soll ich das hier weiterspielen? Kannst ja mal Bescheid geben. Aber den Kampf machen wir noch und dann gehe ich erstmal Abendbrot essen. Aktiviere diese Karte, indem du ein Monster wählst, das dein Gegner kontrolliert. Es kann weder angreifen noch eine Kampfposition ändern. Okay. Setzen. Ödland. Zweimal Ödland, das ist scheiße. Aber Felsmonster. Habe ich überhaupt Felsmonster?
Dinosaurier, Zombie und Felsmonster. Gut, Dinosaurier. Ja, das ist Drachen. Warum hat er zwei Ödländer, die nichts bringen? Das ist kein Dinosaurier, das ist kein Zombie, das ist kein Felsmonster. Alter, Yugi, du bist scheiße, weißt du das? Oh, ich könnte kotzen. Hä, warum liegt denn das hier hinten? Was ist denn das? Mein Extra-Deck? Ach so, Fusionszeug. Aha. Ab jetzt kann man fusionieren. Aber als wir Kaiba gespielt hatten, konnten wir die Drachen noch nicht fusionieren. Gemeinheit, ne? Das ist eine Gemeinheit. Na gut. Nein, noch nicht. Jetzt vielleicht schon. Ah, Dinosaurier, der könnte davon geboostet werden. Aber wir spielen erstmal den Drachen hier, denke ich. Noch einen können wir nicht spielen, ne? Nein. Battleface. So. Eigentlich 2000 Angriff für 5 Sterne Monster ist richtig schlecht, finde ich. Richtig schlecht. Wie können wir die denn hier eigentlich dann beschwören? Wir brauchen die. Wir brauchen dann noch diese Fusionskarte, ne? Und die beiden Monster, entweder auf der Hand oder auf dem Feld. Voll mies. Ungeheuerkrieger. Ich würde den hier mal spielen. Und jetzt das Feld aktivieren. Genau. Battleface. Ich hoffe, es reicht mit den 2000. Nein! Oh, das Arschloch, ey. Ich hasse diesen Käfer. Die Kämpfe werden schon schwerer. Es kann sein, dass wir dann tatsächlich nicht die Story-Decks benutzen können, um alles zu schlagen. Oder dass wir dann vielleicht doch anfangen sollten, eigene Decks zu bauen. Mal schauen. Kuribo. Während der Schadensberechnung, falls ein Monster deines Gegners angreift, kannst du diese Karte abwerfen. Du erhältst aus dem Kampf keinen Kampfschaden. Das ist quasi eine Blitzzauberkarte aus der Hand. Ja. Warum haben wir so miserable Karten? Guck dir das mal an. 1200, 1400. Oh Gott. Das ist ja widerlich. Ich glaube, ich fange dann doch sofort nach dem Essen an, mir Decks selber zusammenzubauen. Oh Gott, nein. Da komme ich gar nicht durch.
Ärgerlich. Polymerisation, ja. Das ist die Fusionskarte. Beschwöre ein Fusionsmonster als Fusionsbeschwörung von deinem Extra-Deck und verwende dafür Monster von deiner Hand oder Spielfeldseite. Dummerweise habe ich nichts dafür. Ja. Das ist blöd, wir können nichts machen. Ah, den hätte ich in Verteidigung setzen können. No, der hatte zweimal. Oh. Okay, wir müssen uns Decks bauen. Die Story-Decks sind scheiße. Das Exodia-Deck, das ging ja noch. Das war eigentlich sogar richtig geil, muss ich sagen. Aber jetzt werden die Decks scheiße. Ich weiß gar nicht, soll ich es riskieren, mit dem nochmal anzugreifen? Da wird wahrscheinlich noch ein drittes Vieh liegen mit 2000 Verteidigung. Pass auf. Ach nee, 1400. Das geht ja noch. Trotzdem blöd. Dunkler Magier. Da müssen wir aber zwei Monster für opfern. Ist schon krass. Aber da müssen wir jetzt wohl irgendwie durch, schätze ich mal. Was bringt denn dieser Kokon? Du kannst eine kleine Motte wählen, die du kontrollierst. Rüste das gewählte Ziel dieser Karte von der Hand aus. Sondern kleine Motte durch diesen Effekt ausgerüstet werden. Grund, Attack und Defense. Dieselben wie die von Kokon der Evolution. Ich glaube, wir müssen den Kokon ganz schnell vernichten, bevor der irgendwas Schreckliches damit anrichtet. Da ist er! Der schwarze Magier. Battleface. Mehr können wir jetzt auch wieder nicht machen. Was ist das denn? Brennendes Land. Permanente Zauberkarte. Wenn diese Karte aktiviert wird, falls Spielfeldzauberkarten auf dem Spielfeld liegen, zerstöre sie. Während der Standby-Phase jedes Spielers. Der Zugspieler erhält 500 Schaden. Hä? Das ist absolut sinnlos. Die Karte ist absolut sinnlos, ey. Wilder Kobold. 1300 Angriff. Warum hat der solche Karten? Es ist doch erbärmlich. Kriegt nicht mal einen Boost durch das Ödland. Ich verstehe das nicht.
Mist. Wie soll man das denn mit dem Standarddeck schaffen? Ich wette, es gibt dafür eine richtig fette Achievement. Also Steam Achievement. Das, wenn man das mit den Originaldecks schafft. Aber ich bin jetzt schon. Ich bin jetzt erst beim dritten oder so Originaldeck-Kampf und muss ganz ehrlich sagen. Muss ganz ehrlich sagen, nein, danke. Also ich werde auf jeden Fall nach dem Kampf ein bisschen trainieren, Punkte sammeln und Karten kaufen. Das Logischste wäre, den dunklen Magier zu boosten, aber ich habe die Befürchtung, dass da menschenfressende Käfer dabei sind. Da macht es mehr Sinn, einfach mal den zu boosten. Geht es gar nicht? Lass erstmal hier hinlegen und dann den da. Dann mache ich jetzt nämlich Battleface. Stopp, stopp, zurück. Welchen habe ich jetzt ausgewählt? Den hier. Und kann den vernichten. Und wenn jetzt so ein menschenfressender Käfer dabei ist, dann habe ich trotzdem immer noch zwei gute draußen. War zum Glück keiner dabei. Noch nicht. Der Elf, Alter, mit 1400, ey. Wirklich. Warum existieren solche Karten? Lächerlich. Battleface. Was ist das? 2000 Defense? Nicht cool. Gar nicht cool. Gemeinheit. Bitte, bitte. Lass mich Karten ziehen. Was ist das hier? Maiku, der magische Nebel. Wähle ein herbeigerufener Totenkopf oder ein Donnermonster in deiner Monsterzone. Zerstöre alle Monster, die dein Gegner kontrolliert. Dann heißt, man braucht erstmal das richtige Monster auf dem Feld, um das überhaupt zu benutzen. Da würde ich lieber die Spiegelkraft behalten. Aber die lege ich nicht. Ich brauche noch Platz, um andere Sachen zu machen. Wollen wir die umdrehen und benutzen? Frontal rein? Ja, komm, wir müssen. Wir müssen mal angreifen. Ich muss mich beeilen, mein Essen wird gerade kalt. Mein Essen ist schon fertig. Was macht das Vieh? Schwört wieder irgendwas. Nicht gut. Das war ein 2600er Angriffsmonster, was es gerade gezogen hat. Gar nicht gut. Aber wir haben ihn jetzt endlich an den Eiern. Wir haben ihn an den Eiern. So,
Ja, komm, machen wir. Aktivieren. Dann ist der weg. Und ich kann jetzt volle Kanne angreifen. Am Ende benutzt er den noch für eine Beschwörung oder sowas. Will ich gar nicht sehen, sowas. Will ich gar nicht riskieren. Wir gehen jetzt einfach direkt in den Angriff. Ich beschwöre jetzt auch nichts. Also ich will nicht, dass der vielleicht die Beschwörung benutzt, um irgendeine Fallenkarte auszulösen. Ich gehe jetzt einfach direkt in den Angriff. Ja! Wir haben Weevil die kleine Ratte besiegt. Mit dem Storydeck. Aber die nächsten Kämpfe mache ich ohne Storydeck. Das könnt ihr wissen. Ich werde jetzt erstmal essen gehen. Und wenn ich wiederkomme, machen wir dann hier im Stream weiter einfach nur ein paar so Farmkämpfe. Wahrscheinlich mit dem Yugi-Deck. Mit dem guten Yugi-Deck. Und dann gehen wir mal im Shop ein paar Karten einkaufen. Ne? Ich denke mal, das ist ein guter Plan. Es ist vorbei. Ich habe gewonnen. Nein, unmöglich. Meine Motte ist unschlagbar. Er hat die Motte leider nicht mehr beschwören können. Wir haben es verhindert. Besiegt, bevor er sie beschwören konnte. So, Kampagnenduell, umgekehrt Duell, Deck-Avatar, Deck-Rezept. Das müssen wir uns mal angucken, Deck-Rezept, was das sein soll. Booster-Pack, Signaturkarte, Kartenpreis. Also Kartenpreis heißt, glaube ich, Belohnung, oder? Wir bekommen das als Preis. Und DP zum Einkaufen. No? Gut, Leute. Die Harpie. Dann gehe ich jetzt erstmal fix was essen. Und dann machen wir mal ein paar Farming-Kämpfe und so. Ne? Bis gleich.